Ich freue mich, hier zu sein. Kurze Vorstellung von mir. Ja, Alexandre steht überall, aber ich bin Alex. Das bin ich schon immer gewesen. Meine Eltern wollten mir die Möglichkeit geben, zwischen den beiden zu wählen, haben mich dann auch immer Alex genannt und so bin ich auch immer so geworden. Ich leite den Bereich Qualitätssicherung bei der Bredex GmbH hier in Braunschweig und ich bin seit 1. Januar 2020 auch in der Geschäftsführung. Wir sind da zu dritt und ich bin die Neueste in dem Bereich. Hatte aber schon vorher Personalverantwortung und auch Führung, erstmal fachlich, dann auch disziplinarisch. Und die Sachen, die ich am meisten liebe in meinem Job, sind Agilität, Qualität und Menschen. Das sind die Sachen, die mich wirklich zum Brennen bringen und über die ich sehr, sehr gerne rede. Ansonsten, anhand von den Bildern seht ihr, dass ich sonst gerne so ein bisschen alles Mögliche mache. Ich spiele Musik, ich mache gerne Sport, ich reise gerne und ich mag Einhörner. So. So viel zu mir. Ja, ich werde erstmal ich wollte das gerne fast rausschmeißen, weil das hört sich so an, als ob ich jetzt wirklich super lange reden werde, aber ich habe es dann drin gelassen. Erstens ein kleines Verständnis von meiner Seite, wie ich agile Führung sehe. Dann werde ich ein bisschen über Menschen sprechen, auch wie im Titel gesagt, wie man für andere sorgt, wie man für sich selbst sorgt und wie man da die Führung macht. Ich teile am Ende auch ein wenig, wie ich reflektiere und adaptiere. Und ich habe ein paar Takeaways. So, agile Führung. Es gibt so manche Leute, die sagen, ja, das ist überhaupt ein Paradoxum, das ist ein Oxymoron, Widerspruch in sich, das gibt's nicht. Dem glaube ich nicht. Erstens, auf der einen Seite, darüber reden wir heute nicht, aber strategisch gesehen, ja, schon Geschäfte in die richtige Richtung zu führen und zu sagen, das sind unsere Ziele und das ist das, was wir machen wollen, ist schon nicht unwichtig, wenn es um die Menschen dann auch geht. Also ich glaube, ich erzähle hier keinem was Neues, wenn es um jetzt moderne Führung geht. Aber es geht dann darum, die Kommunikation von dieser Strategie, Leute klar zu kommunizieren, was wir tun wollen, warum wir das tun wollen und sie auch in ihrem Wachstum zu helfen, dass sie diese Sachen auch machen können, dass sie ihren Weg gehen können innerhalb der Firma. Manchmal führt den Weg außerhalb der Firma. Das ist an sich dann immer auch traurig, aber auch schön, weil man merkt, dass man Leute beim Wachsen geholfen hat. Und man braucht ja ein grundsätzliches Verständnis von komplexen Systemen. Also wir sind alle Menschen in komplexen Systemen, die Sachen irgendwie voranbringen wollen und auch von Reibung, dass Sachen nicht immer ganz so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Und ein grundsätzliches Glauben an dem Prinzip, dass Menschen das Beste, was sie in dem Kontext können, und sie tun Sachen nicht ausschließlich oder nicht explizit, um mich zu ärgern. Da ist es natürlich, je nachdem, wie müde man ist, sehr einfach wieder reinzufallen. Das heißt, mein Job ist es, als agile Führungskraft, so ist mein Selbstverständnis, den Kontext innerhalb von meiner Sphäre der Kontrolle zu verbessern, sodass sie ihre Sachen besser tun können. Nicht Micromanagement, nicht Taylorism, sondern wirklich Befähigung. Auch darüber rede ich später. Und als ich mich selbst mit dem Thema ja, auseinandergesetzt habe, auf Konferenzen und ähnliches, dann wurde mir irgendwann ein Buch empfohlen, Dare to Lead von Brené Brown. Und eingangs stellt sie die Frage, okay, was sind deine Hauptglaubenssätze? Und spannenderweise wusste ich sofort, ohne auf die Liste zu gucken, ohne groß darüber nachzudenken, die zwei fielen mir absolut komplett ein. Und die sind für mich Liebe und Lerne. Ja, hört sich ein bisschen komisch an. Liebe, das heißt nicht Puderrose Einhornland. Das heißt nicht nur nett sein und Leute nichts Böses sagen. Ich habe gleich dann ein schönes Modell, was ich da nutze, um das vernünftig zu machen. Das heißt aber, es geht aber durchaus tiefer als nur Wertschätzung. Wertschätzung ist wichtig, aber ich empfinde tatsächlich eine sehr starke Menschenliebe für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Ich will sie wachsen sehen. Ich will, dass sie alles schaffen können, was sie schaffen können. Ich muss mich auch selbst lieben, um den Job auszuführen. Das ist nachweislich schwerer als andere zu lieben manchmal, aber ich glaube, damit kämpfen wir alle. Und lernen, ich war die Streberin an der Schule. Ich war diejenige, die immer vorne saß mit dem Hand nach oben und habe gelernt. Und ich liebe es, Wissen weiterzugeben, weshalb ich immer so viel auf Konferenzen und Workshops unterwegs bin. Ich liebe explorieren, ich liebe einfach lernen. Und das waren für mich so meine zwei Grundsätze. Meine Handlungsaktionen und meine, wie ich so bin, stemmen beide davon. Und wer es vielleicht noch nicht so als Übung gemacht hat, der Link ist da unten, gerne für sich selbst machen und sich überlegen, was sind denn meine zwei Werte als Führungskraft?
Ein paar Buzzwords, gehe ich nicht zu tief darauf ein, aber wie prägt das denn mein Führungsstil? Was wächst daraus, wenn ich sage, Leben und Lernen, das sind meine beiden Sachen, wenn ich Menschen führe? Positive Grundeinstellung habe ich schon erzählt und dann, ja, Servant Leadership. Ich bin dafür da, um Sie zu unterstützen. Spannend für mich, das ist ein ganz anderer Talk, aber spannend für mich ist natürlich, auf die eigenen Boundaries da zu schauen, dass man nicht immer nur Ja sagt zu allen anderen und damit zu häufig Nein zu sich selbst. Ich glaube sehr stark an Themen wie Mentoring, Coaching und Sponsorship. Also ich glaube, Mentoring und Coaching sind gängige Begriffe. Sponsorship ist über Leute sprechen und Gutes für sie anbringen, auch wenn sie nicht da sind, also in irgendwelche Runden. Ne? Person X ist richtig gut, den habt ihr nicht auf dem Schirm, aber da sollen wir mal darüber reden. Autonomy, Mastery and Purpose, dass Menschen das Beste machen können, wenn sie selbstständig entscheiden können, wenn sie besser werden können und wenn sie wissen, warum sie Sachen tun. Transparente Kommunikation, Empathie und tatsächlich die beiden letzten Punkte, also Verletzlichkeit und Authentizität. Oh, ich bin so stolz darauf, dass ich das heute aussprechen kann. Diese auch von Brené Brown, dieses Thema Verletzlichkeit ist eine von den wichtigsten Sachen, die ich versuche wirklich zu leben als Führungskraft, dass wir uns wirklich als Menschen begegnen. Und das war gerade in der Zeit, wo wir haben gerade in einem Check-in besprochen, mir ging es äußerst schlecht, als es losging mit Remote-Arbeit. Das war für mich nicht gut. Und in meinen 1-zu-1-Gesprächen mit Leuten habe ich das auch nicht versteckt. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, ja, ist alles hier super und bei euch. Also wir haben uns wirklich da gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, es hat den Leuten auch geholfen, dass sie sehen konnten, ja, ich bin hier nicht alleine, auch die Alex leidet darunter, und wir können offen darüber reden miteinander. Das ist dieser Mut, sich selbst zu zeigen und seine Bedürfnisse anzusprechen und zu erkennen, offen darüber zu sprechen, wie man entscheidet, wenn man irgendetwas nicht weiß, wenn man auch selbst einen Fehler gemacht hat. Dieses Menschlichsein dabei ist das, was dazu führt, meines Erachtens, dass man eine Vertrauensbasis mit Leuten aufbaut, sodass man wirklich die wichtigen Gespräche miteinander haben kann, dass die auch merken, die sind erlaubt, dass sie auch ganzheitliche Menschen sein dürfen in ihrem Arbeitsumfeld. Und damit sorgt man für glücklichere, produktivere Leute und man sorgt hoffentlich davor, dass wenn sie irgendwelche Sachen haben, die sie beschäftigen, auch außerhalb der Arbeit, dass man darüber Bescheid bekommt, wo man vielleicht noch agieren kann, statt dass es zu spät ist, wenn es irgendwann nicht mehr geht. Ich habe für mich, in der längeren Version habe ich so relativ viele Beschreibungen von meinen eigenen, ich sag mal, Umgangsrichtlinien. Ich habe es zusammengedämpft für heute, aber es passt alles tatsächlich in dem Framework, das nennt sich im Englischen Radical Candor, im Deutschen radikale Aufrichtigkeit, also Candor ist Aufrichtigkeit. Das ist hier einmal dargestellt, das ist die Mischung aus tiefer Verbundenheit, im Englischen care personally, also ich bin wirklich, ich kümmere mich wirklich, was diese Menschen als Menschen sind. Das ist kein Scheinheil, das ist wirklich, ich interessiere mich tief für diese Menschen. Aber auch und auch gleich direkt herausfordern. Und je nachdem, wo ich dann bin auf den Quadranten, wenn ich tiefe Verbundenheit und direkte Herausforderungen gebe, dann habe ich diese radikale Aufrichtigkeit. Das führt dazu, dass ich mich traue, die harten Gespräche zu führen. Beispiele sind, wie ist das Beispiel? Das schöne Beispiel von den Quadranten ist, wenn jemand den Reißverschluss auf hat. Oben rechts sage ich es der Person, direkt, aber unter vier Augen, Bob, dein Reißverschluss ist offen. Das ist vielleicht mir ein bisschen unangenehm, aber weil es mir wichtig ist, dass es Bob gut geht und dass er sich nicht blamiert, dann traue ich mir auch dieses Gespräch zu haben. Unten rechts, abscheuliche Aggression, mir ist Bob egal, aber ich finde es gut, direkt herauszufordern. Das sind manchmal die Leute, die sagen, ja, ich bin ja nur brutal ehrlich, wo ich im gut Deutsch sage, nein, du bist eigentlich nur ein Arschloch. Naja, dieses Beispiel ist bei dem Reißverschluss, dass man vor gesammelter Mannschaft sagt, hö, Bobs Reißverschluss ist auf. Nicht gut. Und auf der anderen Seite, diese rhönöse Empathie. Ich glaube, das ist das, wo man sagt, gerade als Frau in der Führung, du bist ja so nett. Mittlerweile ist meine Antwort darauf, nein, ich habe einfach einen anderen Kommunikationsstil als du. Und hier Radical Candor. Und das ist eigentlich gut, dass man lieb ist, wenn man auch direkt herausfordert. In dem Beispiel mit Bob wäre das, dass ich ihm das nicht sage, weil es mir unangenehm ist.
dass ich das mache. Ich möchte, oder ich möchte, dass es ihm, genau, dass es ihm nicht schmerzt. Und unten links, dann ist das, ich möchte, dass es mir nicht wehtut, dass ich dann keine unangenehmen Sachen habe. Dieses Care Personally, das versuche ich durch 1-zu-1-Gesprächen, durch Vertrauensaufbau, dass Leute auch über mein Leben und meine Beweggründe, was gerade auch mit mir so passiert ist, dass ich versuche, sie zu keinen Sachen zu bewegen, zwingen ist das sowieso das falsche Wort, aber zu ermutigen, die ich selbst auch nicht machen würde. Ich sage häufig ja, wenn Leute mich brauchen. Ich habe eher ein Open Door Policy und ich gehe wirklich immer davon aus, dass die Leute gute Absichten haben. Und wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich fühle mich gestresst, beängstigt, verletzt, beleidigt oder was auch immer, dann glaube ich diesen Gefühlen. Ich habe es noch nie erlebt, für mich persönlich oder wenn ich mit anderen Leuten spreche, dass wenn ich sage, ich habe Angst oder ich bin gestresst, dass einer mir sagt, sei das nicht oder nein, das bist du nicht oder du hast einen Grund dazu. Also mein Gefühl ist mein Gefühl. Und im Coaching gibt es ja den schönen Satz, ne? Meet people where they are. Also das ist für mich der Teil Care Personally. Und Challenge Directly ist, ich gebe konkrete, positive wie auch kritische Feedback, auch mit Beispielen, wenn es passiert. Also auch unangenehme Themen ansprechen. Letztens hatte ich jemand, der sich bei uns beworben hatte. Und obwohl es eigentlich gut passen könnte, war mir klar, dass die Person, dass wir die Umgebung nicht bieten können, die die Person brauchen würde. Und das habe ich dann offen gesagt, weil es uns keine von uns hilft, wenn die Person dann anfängt und wir beide stellen fest, nein, das kann nichts. Oder wenn jemand kommt und sagt, ich möchte in diese jene Rolle wachsen und ich sehe die Person da noch nicht, statt zu sagen, ja, probier das und das aus, wo ich weiß, oh, ich sehe dich da nicht, sondern zu sagen, ich habe auch Interesse, ich will, dass du das bekommst, was du haben willst und gleichzeitig, das sind die Sachen, an die du jetzt arbeiten musst. Das mit der Remote-Arbeit habe ich mir eingangs überlegt. Hat auch tatsächlich eine Menge geholfen, weil es bedeutet, wenn ich mich traue, direkt herauszufordern, aber aus dieser tiefer Verbundenheit, dann bin ich in der Lage zu sagen, relativ klar, was gesagt werden muss, nicht durch die Blume, nicht durch hoffen, dass es durch Gesten und Mimik oder Tonfall durchkommt, alles, was nur so ein bisschen wegfällt, durch die Remote-Geschichten, sondern man sagt klar, was ist und das hilft tatsächlich, ist meine Erfahrung in den letzten Monaten. Was mich auch dazu gehört, ist das wunderschöne Wort Befähigung. Das war klar, in Richtung Führungskraft zu gehen, irgendwann zu merken, dass mein Output nicht mehr Tests oder Code ist, sondern Umgebungen, wo andere Menschen wachsen und Erfolg haben können. Dann auch gleichzeitig zu lernen, dass meine Definition von Erfolg nicht die Definition von jedem anderen Menschen ist. Und das muss ich schon relativ gut kennen und mit denen abstimmen. Auch hier habe ich festgestellt, dass Befähigung, was man alles dafür machen kann, dass Leute mitlaufen, dass ich offen darüber spreche, wie ich mich entscheide, dass ich denen erstmal kleine Sachen anvertraue, das hat auch relativ viele Vorteile durch die Remote-Arbeit gebracht. Wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, remote, bei einem Termin, wo ich möchte, dass jemand anderes reinwächst in die Rolle, ist es viel einfacher, sie jetzt mitzunehmen. Da entstehen nur die Stundenkosten und keine sonstigen Kosten. Oder wenn jemand eine neue, ich habe gerade eine von meinen Testerinnen, die einen Kunden bedient, auch zum ersten Mal, und sie weiß, sie ist nicht wirklich direkt vor Ort und steht da, wenn einer eine Frage hat, die sie nicht beantworten kann, sondern da sagt sie, okay, ich kläre das und in der Mittagspause hat sie Zugang auch per Teams zu jedem anderen in der Firma, der vielleicht diese Frage auch mit beantworten kann. Also da hat es tatsächlich ein paar Vorteile gebracht. Und hier auch Systemdenken. Wenn es nicht klappt, dann gehe ich nicht davon aus, dass die Person faul, blöd oder sonst was ist, sondern ich überlege mir, wie musste die Umgebung sonst aussehen. Und auch da, wie gesagt, mir zu überlegen, dass meine Definition von Blühen nicht unbedingt die Definition ist von jedem anders. Ich wollte ein, zwei kleine Geschichten mitbringen. Weil ich bin hier selbst am Lernen. Also ich glaube, mein härtester Fehler bisher war es, dass ich zwei Leute zu einem Kunden geschickt habe, damals, als es wirklich vor Ort war, längst tatsächlich bevor sie dazu bereit waren. Und das ist ziemlich in die Hose gegangen. Der Kunde war nicht glücklich und ich habe sehr, sehr viel Arbeit bei den beiden leisten müssen, dass sie ihre
ja, ihr Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl bei diesen Sachen wieder erlangen. Der Fehler war, dass ich davon ausgegangen bin, dass wenn ich das kann, dann kann das jeder, weil ich mich selbst unterschätzt habe, was ich mittlerweile an Erfahrung habe. Spannenderweise, trotz dieser Geschichte, eine von meinen besten Erfolgen ist, dass eine davon jetzt in einer Führungsposition fachlich gesehen bei uns ist und braucht mich jetzt nur noch manchmal als Sparringpartner, um seine Sachen zu machen. Da, wo er mich früher bei jedem Kunden abends angerufen hat, um den ganzen Tag durchzukauen, was ich auch sehr gerne gemacht habe, das nicht mehr braucht. Also ich habe ihn dabei ja auch nicht verloren. Ich glaube, noch ein Erfolg, ein neuer, ich muss es ein bisschen abstrahieren, war, als ein Team sehr, sehr down war, sehr deprimiert war über ein paar Geschehnisse und dann auch durch eine leicht misslungene interne Kommunikation gedacht hat, okay, wir stehen nicht hinter Ihnen in der Führungsetage. Und ich musste es schaffen, die Gefühle von dem Team anzunehmen, zu glauben, zu akzeptieren, trotzdem nicht ein Messer in den Rücken zu rammen von meinem Co-Führungskraft, der diese Kommunikation gesendet hatte. Auch nicht sagen, dass alles okay ist, weil es gab auch durchaus ein paar Fehler, die seitens des Teams waren. Und ich glaube, es ist mir gelungen. Und es ist mir gelungen dadurch, dass ich die Technik genutzt habe mit, ich nenne die Gefühle, die ich hier sehe oder hier vermute. Die waren auch richtig. Dann wurden auch ein paar Sachen hinzugefügt. Und ab dem Moment glaube ich, dass sie das Vertrauen hatten, ja, sie wird das jetzt nicht alles wegdiskutieren, dass wir nicht verletzt sein sollen, dass es gar nicht so gemeint war, sondern sie sieht ein, das sind wir und dann können wir das Gespräch darüber haben, wie es vielleicht gemeint war. Jedes Mal, dass ich eben sehe, dass es jemand gibt, den ich geholfen habe zu befähigen, das sind die Momente, wo mein Herz aufgeht. Aber ich mache immer noch ständig Fehler. Ich bin bekannt dafür, dass ich in Meetings auch unter Führungskräften plötzlich in so eine alte Ego reinschlupfe, wo ich gar nicht mich selbst bin, weil ich das Gefühl habe, wenn ich unter Stress bin, dass ich andere Kommunikationsstile nutzen muss, die gar nicht zu mir passen. Und dann bin ich dankbar darauf, wenn meine Kollegen mir sagen, Alex, das warst du heute wieder und so brauchst du das jetzt nicht zu sein. Deine Art ist auch gut. Aber ich bin da am Lernen und versuche da zu reflektieren. Und apropos reflektieren, ich finde für mich, ich habe einen Coach, mit der arbeite ich schon seit ein paar Jahren jetzt und ich finde, dass diese Arbeit, die eigentlich erstmal gedacht war für mich, so für meine, mich als Person und müsste sich nicht unbedingt ausstrahlen in dem Berufsleben, das hat dazu geführt, dass ich besser in dem bin, was ich jetzt tue. Ich kann jetzt über Sachen wie Werte, Glaubenssätze, Gefühle, Bedürfnisse oder auch Trigger sprechen. Ich kann sie auch in anderen Leuten erkennen und ich traue mich auch, das Gespräch mit Leuten zu führen, wenn es um solche Sachen geht. Ich kann besser einschätzen, wie ich arbeite. Ich muss auf mich selbst aufpassen als Führungskraft. Ich bin diese Woche schon wieder ich habe mich jeden Abend teilweise zweifach verbucht diese Woche. Das predige ich meinen Mitarbeitern, dass sie es nicht machen sollen, dann tue ich es selber. Also auch da bin ich noch am Lernen. Die Erfolge zu finden, dass wenn man, das ist nicht mehr, ich habe den Bug gefixt oder ich habe den Bug gefunden oder ich habe ein Projekt erfolgreich geleitet. Es ist eher, ich habe Leute in die Situation gebracht, dass sie diesen Projekt leiten können und das erfolgreich machen können. Und gleichzeitig kannst du nicht zu den Menschen gehen, die das denn machen und sagen, ja cool, ich habe Teil an deinem Erfolg, weil dann fühlen sie sich so, nee, die denken natürlich immer, das waren sie alleine. Also man muss lernen, das ein bisschen für sich selbst zu feiern und auch unter anderen Führungskräften dann zu feiern. So, hey, ich glaube, da haben wir was vorangebracht. Und das sind Sachen, die ich durchaus durch Coaching bekommen habe. Und ich empfehle es jedem Führungskraft, der sich das leisten kann, sich darüber Gedanken zu machen. Das sind Bücher, die mir beim Reflektieren und Anpassen helfen. Ja, in der Tat, das Buch How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk ist super hilfreich, auch in Gesprächen mit Erwachsenen. Es stellt sich heraus, dass Kinder Mini-Erwachsenen sind und dass man ähnliche Techniken nutzen kann. Radical Candor kann ich stärkstens empfehlen und die anderen auch. Für mich... Oh wow, sorry, ich habe gerade gesehen, dass ich hier ich wusste nicht, dass ich da noch eine Animation hatte.
Für mich das Ganze mit agile Führung ist, ich muss selbst agil sein. Ich muss akzeptieren, diesen Grundsatz von Agilität, ich weiß nicht alles. Ich bin noch am Lernen, ne, zurück zu meinen Werten. Und ich muss adaptieren. Also ich bin jeden Tag auf diesem explorativen, ich habe so meine Hypothesen, wie ich das machen werde, aber ich bin bereit dazu zu lernen und zu reflektieren und Feedback zu holen. Ich bin ein richtig großer Befürworter, dass man auch als Führungskraft seine Menschlichkeit nicht ablegen soll und nur die kalte, nur zahlengetriebene oder nee, ich mache nur die harten Entscheidungen, bin nicht auch mal nett. Das muss man alles nicht ablegen. Ich reflektiere auch relativ häufig, gerade weil ich als Frau in einer Führungsposition bin und durchaus andere Kommunikationsstile habe als die Leute um mich herum oder zu denen ich gucke. Ich reflektiere über meine Unterschiede, entscheide mich sehr, sehr häufig, dass es okay ist, dass das so ist und freue mich jedes Mal, dass ich mitbekomme, dass jemand anders meine Unterschiede sieht und sagt, ach so, wenn du das so kannst, dann kann ich das auch. Und eine von den wichtigsten Sachen, das kann ich alles nur leisten, diese Arbeit, um andere Menschen, sich um andere Menschen zu kümmern und das zu wissen und mit den anderen Sachen, die strategisch und operativ und wirtschaftlich alles damit zusammenhängen, gelingt wirklich nur, wenn ich auf mich selbst aufpasse. Da bin ich tatsächlich noch auf Entdeckungsreise, dass das immer funktioniert, aber bisher kriege ich immer die Kurve. Ja. Ich habe es auf der einen Folie gesagt, aber ich glaube, wenn wir tatsächlich ein bisschen mehr auf diese Menschlichkeit achten würden, wenn wir in der Lage wären, über solche Sachen wirklich zu sprechen, dann wäre unsere Arbeit in der komplexen Welt durchaus einfacher, weil wir tatsächlich über die echten Dinge sprechen würden und nicht nur über die Auswirkungen von, was unsere Gefühle mit uns gerade so machen. Und das war mein Impuls. Ich habe es gar nicht getimed. Ich auch nicht, aber es sieht gut aus. Vielen Dank, Alex. Ich beende mal eben die Aufzeichnung hier. Hör auf, mein Screen zu teilen.